Okay. Drei Stück. Mundo. Okay. Reparaturdingensbummens? Reparaturdingensbummens. Ja, gut. Oh. Da ist auch ein Wurm. Aber der interessiert gerade nicht. Oh, ich habe schon ganz schön Schaden genommen. Lauf! Habe ich erwähnt, dass das Ding immer trifft? Okay, Flucht. Flucht. Keine Lust zu sterben. Also der Groß... Ich glaube, es war ein großer Wurm. Entweder Medium oder Groß. Der hat zweimal auf uns gespuckt und wir waren auf ein Drittel runter. Das heißt, noch einen Spucker und wir wären tot gewesen. Das ist nicht schön. Das heißt, den können wir erstmal knicken. Also die ganze Basis da unten. Ich lasse die Türme mal da stehen, solange sie keine Muni mehr haben und dann weggeknabbert werden. So halten die ein bisschen Schacht vielleicht. Eventuell. Weiß ich nicht. Und jetzt kommen die Lasertürme. Wer braucht schon, ne? Rote und grüne Science Packs für Forschung. Wir wollen Piu Piu machen. Bäume weg. Dafür müssen wir das Muster bis nach hier unten erweitern, sehe ich gerade. Weil hier herrscht noch Anarchie. Kleinen Strommasten, das sieht völlig doof aus. So, hier ist das Muster da oben. Irgendwo. Haben wir noch genug? Die können wir ins Inventar. Stahl haben wir nicht genug. Weil mit 7 Stück werden wir nicht bis ganz da hinten hinkommen. 1, 2. Warte mal. Ja doch. 2, 3. Mimi. So, und dann von hier gleich runter. Dahin. Letzter, du weg. Du dahin und Stahl holen. Also Lasertürme haben wir gebaut. Ich stelle nochmal... Ja, Stahl fehlt, Stahl fehlt. Noch ein paar grüne Science Packs, warum nicht? Oh, und Stahl. Haben wir ein bisschen was? Schuh ist voll, ja. Stahlkiste. Kann ich dich einfach so rübersetzen? Jupp, das klappt. Oh, sehr schön. Das heißt, das wird jetzt erstmal noch aufgefüllt damit. Zahnräder brauchen wir auch bald wieder. Das raus, das raus, das raus. Wir hätten gerne ein paar Zahnräder. Und für den Rest hätten wir gerne Stahl. So. Ein bisschen was drin behalten für etwaige Bauarbeiten. So. Jetzt wollte ich die hier bauen. Ganz viele davon bauen. Um das Muster weiter sich ausbreiten zu lassen. Das sieht so doof aus. Mal. Bauen weg. Dich kappen wir jetzt. Jetzt hat das Radar kurzfristig keinen Strom. Ist mir aber ziemlich Wumpe. Weil das eh nicht durchgehend laufen. Oh, es hat doch Strom. Du kriegst da das Ding. So. Du hast Strom. Jetzt geht's hier runter. Da in den Wald, wo will ich nicht aufstellen können. Dahin und dann so. Wir sind an der Mauer angekommen. Das heißt, hier müssen wir uns jetzt ein schönes Muster überlegen, wie wir die Türme aufstellen wollen. Ich weiß nicht, wie stark die Lasertürme genau sind. Ich habe die noch nicht in Aktion gesehen. Die meisten Spiele, die ich so bisher hatte, waren doch recht ruhig. Weil ich die Gegner frühzeitig kaputt gehauen hatte. In meiner Umgebung. Aber ich denke, wir machen immer bei jedem Pfosten rechts daneben einen Laserturm. Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Das heißt, die können alle weg. So, Laserturm. Oh, irgendwas wird... Achso, ja, die Türme werden aufgefressen. Das ist vollkommen okay. Laserturm, Laserturm. Laserturm, Laserturm.
Warte. Es gab doch noch so... Nein, kein Normalturm. Es gab da einen Vorschlag noch in den Kommentaren, dass ich es lieber so machen sollte. Und die Türme selber nochmal einmauern. Wahrscheinlich zusammen mit der Stromversorgung. Ja? So. Dass wenn wirklich jemand durch die Mauer hier durchkommt, dass dann nicht sofort der Turm angegriffen werden kann. Und das klingt soweit sehr nachvollziehbar und gut. Also vielen Dank für den Tipp. So. Wahrscheinlich werden dann später hier mehrere in einem so einem Cluster drin sein, aber ich denke, ein Laserturm anfangen sollte reichen. So, so, Laserturm rein. Ja, sind wir noch am Schießen. Einer wurde zwar zerstört, also wenn so ein rotes Nuklearbombensymbol auftaucht und was zerstört. Nicht so ein Turm, so ein Turm. Rum, rum, rum. Boah, Baum. Kann ich den Lasertürmen befehlen, dass sie alle Bäume in ihrer Gegenwart zerstören sollen? Du? Nein, kann ich nicht. Drain 6 Kilowatt, Kills 0, Damage Deal 0, State 0. Oh, man kann gucken, wie viele Abschüsse die haben. Oh, ist ja schick. Also, um zu gucken, wo man noch mehr hinbauen sollte, wahrscheinlich. Oh. Ja, na gut. Also. Das Ding ist hier einigermaßen gesichert, das ist schön. Hier unten die Geschichte. Hier wollte ich das System weiter runterbringen, damit wir die Schmelzöfen hier hinbauen können. Was brauchen wir für die Schmelzöfen? Was fehlt? Stahl. Okay. Hier ist das Muster. Da. Du weg. Du weg. Runter, runter. Hier können wir das erste Ding hin. Oh, man, du hast gar keinen Stein mehr, richtig? Ja, kannst weg. Weg, weg. Machen wir hier einen kleinen Schwenker. So. Und das werden wir jetzt alles umbauen müssen. Ich denke, ich mache das anders. Ich denke, ich ziehe das ein bisschen weiter. Hoch? Nee. Nee, du sollst nicht höher ziehen. Da oben kommen schon die ganzen Weiterverarbeitungssachen. Ich wollte es wirklich so haben, dass hier unten Erze zu Platten bzw. Stein zu Ziegeln verarbeitet wird. Und da oben dann das höherstufige Zeug. Das heißt, hier ist schon vollkommen okay. Gucken, was das System hier weiter aussieht. Da. Hey, das geht sich ja auf. Sehr schön. Du, weg. So, die hier sind alle falsch. Du bist wieder richtig. Ja, gut. Also es war nicht alles falsch, was ich hier gemacht habe. Das war wahrscheinlich nur so eine... Die sind wieder verpackt. Die habe wahrscheinlich nur hingestellt, um irgendwelche Kleinigkeiten hier zu regeln. So. Ha. Ich glaube, ich werde das Fließband hier ein bisschen umlegen. Dadurch wird unsere Produktion kurzfristig gestoppt, aber na gut. Weg, 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 weg. Aber wir können es hier immer zwischendurch wieder aufsammeln. Also, und zwar will ich es so haben, dass nicht die Platten hier ankommen, sondern nur die Erze. Später. Nom, 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 nom. Jetzt kann ich hier auch in Ruhe das Muster weiterlegen. So, so, so. Und die Schmelzöfen bauen. Ich hätte gerne 4 Schmelzöfen, sind viel zu wenig. Aber es ist ein Anfang. Und die Förderbänder kommen woanders hin. So, Schmelzofen. Unser bewährtes Muster. So, 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 so. Und die Förderbänder kommen einmal oben rum für Eisen. Unten rum für Kupfer und Stein. Und dann nehmen die mit schnellen Insertern das raus.
So. Oh, mal gucken. Das heißt, die kommen jetzt alle weg. Und das Förderband hier. Bau weg. Wird so erweitert. Das wird auf keinen Fall klappen. Das ist viel zu viel Erz. Au. Warum nimmst du keine? Weil kein Platz ist? Nee. Da ist so eine Eisenplatte drin. Ja, nee, wir müssen mit den Roten arbeiten. Die könnten aber eventuell zu langsam sein. So. Ja, die kommen schon mal nicht hinterher. Nimm mal jetzt die Kupferdinger weg, weil Kupfer eh nicht ganz so wichtig ist. Ich hätte jetzt gerne hier auch noch zwei davon. Mit reinnehmen. Mit rausgebern. Da brauchen wir mehr. So, gucken wir mal. Es kommt schnell genug rein. Es kommt schnell genug raus. Ist alles gut. Hier muss noch rausgebern. Trotzdem haben wir bei weitem nicht genug Schmelzöfen an sich. Also huschen wir nach oben, holen wir Stahl. Währenddessen sammeln wir hier ein bisschen auf. Nom, 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 nom. Weil die arbeiten ja noch weiter. Was auch ganz gut so ist, damit es nicht vollkommen zum Stehenstand kommt. Und holen Stahlplatten. Das wird weiter einsortiert, ist alles okay. Stahl. Ja, viel zu viel Holz dabei. Achso, wie schaut es eigentlich hier aus mit dem von Hand, Dingens? Du bist immer noch bei den Fuel Blocks. Sehr schön. Oh, warte mal. Da das Ganze eh ein Notfallplan ist, tun wir das ganze Holz hier rein. Wird das Holz verbrannt. Restliches Holz. Da rein. Fuel Blocks, so. Bisschen davon in die Hand. Dann da durch. Schmelzöfen. Was fehlt jetzt? Advanced Circuits. Was fehlt bei Advanced Circuits? Plastik. Ah, und Kupferkabel. Ich glaube, Kupferkabel haben wir ein paar. Plastik. Plastik kann ich mir gut vorstellen, dass da oben schon wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Also zum einen kommt keine Kohle hinterher. Das ist dezent unschön. Stell mal bitte eine Kiste irgendwo. Ja. Iron Chest. Iron Chest hier. Du. Und da muss jetzt Kohle rein. Da ist die Kohlekiste. 86 Kohle. Das ist nicht viel. Und es muss auch Kohle sein. Es kann keine Treibstoffzelle sein oder Feuerholz. Weil bei einer chemischen Reaktion sind da doch dezente Unterschiede vorhanden. Also, Kohle dahin. So, jetzt müsste das passen. Plastik. Wie viel Plastik haben wir? Oh, ein bisschen was. Also können wir davon jetzt eine Menge herstellen. Und damit können wir dann hoffentlich genug davon herstellen. 11, 12 Stück. Ja, sehr gut. Darum können wir uns später. Und ich hatte diese Aufnahmesession eigentlich angefangen mit, ach, wir sollten jetzt mal die roten und die grünen Science Packs machen. Oh, warte, wir können das aufsplitten. Wir machen hier einen Splitter. So. Mip, mip. Das geht sich nicht auf, oder? Warte mal. Geht sich eh nicht auf. Ne, machen wir hier weiter. Da und da. Nom, 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 nom. Raus, raus. Da kommen wir noch hinterher. Also wir können später noch diese Produktivitätschips da reintun. Aber ich hätte es eigentlich ganz gerne so, dass er auf dieser Seite hier auch arbeitet. Aber es geht mit dem Muster nicht auf.
Warte mal, mehr davon. Wow, dauert das lange. Haben wir gar keine mehr, hm? Nee. Okay, überlege ich mir das Muster derweil anders. Hm. Also die Idee hinter dem Splitter gewesen war, dass denn hier noch ein Band lang läuft und dann hier nochmal so ein Set ist. Das geht sich aber nicht ganz so gut auf. Außer ich kopiere das Ganze etwas versetzt. Also das ist jetzt das Feld, wo das Eisen lang läuft. Genau wie hier ist ein Feld vor den Masten. So. Und dann ist hier innen noch ein Ding, da kommen die Platten rauf. Problem, das ich sehe, ist, dass jetzt alles auf der rechten Seite liegt und immer die rechte Seite voll ist. Also machen wir das so, dass hier das Ganze einmal runter geht. Unterirdische da. Das Ganze hier einmal runter geht, da rauskommt. Da weggeht, was auch immer. So, du kommst jetzt von da an. Gehst da rum, gehst da hoch, gehst da rauf. So, jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass dieselbe Anzahl an Öfen hier oben ist wie da unten. Das ist ja soweit kein Problem. Es sind 6 unten, 6 oben. Passt alles. Warum wird hier nicht weitergebracht? Oh, okay, das erklärt's.